Ein Pakt zum Schutz des Regenwaldes. Die Präsidenten der Amazonasländer verpflichten sich darin zu konkreten gemeinsamen Maßnahmen. So soll die illegale Abholzung bekämpft werden. Eine Satellitenüberwachung könnte Waldbrände frühzeitig aufspüren. Es ist eine moralische Pflicht, dass unsere Gesellschaften erkennen, wie wichtig der Schutz unserer gemeinsamen Heimat ist, unserer Mutter Natur. Im größten Tropenwald der Welt wüten derzeit die schlimmsten Brände seit Jahren. In der Kritik der brasilianische Präsident, der die Abholzung im Amazonas vorantrieb. Per Videoschalte stimmt Bolsonaro dem Pakt zu, lehnt aber jedwede internationale Einmischung ab. Unsere Souveränität ist nicht verhandelbar. Wir werden unseren Reichtum nach unseren Gesetzen nachhaltig nutzen. Der Präsident Boliviens hatte erst kürzlich Brandrodungen für die Landwirtschaft gestattet. Morales sieht jedoch die Erderwärmung als eigentliche Ursache der Brände, verursacht durch den Konsum der Industrienationen. Der Luxus einiger weniger schadet vielen Menschen auf der Erde. Wie soll sich diese Mentalität ändern? Der in Kolumbien geschlossene Pakt soll Taten folgen lassen, so die Botschaft der Präsidenten von Kolumbien, Peru, Ecuador und Bolivien. Es gehe um die Zukunft des Planeten.